Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Herr der Ringe Lego, wo wir jetzt dieses Stück Holz auf das Feuer legen, gucken, was passiert. Hallo? Pippin ist irgendwie schon ein bisschen unfair hier drin, oder? Okay, natürlich müssen wir es zusammenwechseln und ein Feuerchen machen. Mit Taste 1. Achso, kannst du zusammenwechseln, das war klar. Mit den Funken ist ja süß. Jetzt können wir wahrscheinlich... Achso, ich muss die Pfanne wahrscheinlich erstmal wieder auswählen. Ah. Ei und Hering. Au. Da fehlt noch was drin, aha. Und zwar die Tomaten, denke ich mal. Wo kommen wir denn jetzt? Ah, hier. Mhm. Mit wem muss ich hier arbeiten? Wahrscheinlich wieder mit Sam. Mit seiner seinem Scheifelchen. Wahrscheinlich sind das keine Tomaten, sondern Pilz oder so. Ah doch. Genau das habe ich erwartet. Dass da jetzt einfach so hoppla Tomaten aus dem Boden wachsen. Und wir nehmen uns davon einfach mal. Achso, wahrscheinlich müssen wir das Teil wieder... Das war keine Absicht. Da liegt schon mal die Tomate. Da liegen noch mehr Tomaten, aber vor allem will ich ja die Münzen haben. Dann wechseln wir einmal zusammen und nehmen uns dies und packen es zusammen. Schön, dass ihr die beiden Sachen in den Rucksack tut und dann einfach daraus wieder was Vernünftiges wird. So, und nun... Tomate, Sam? Was macht ihr denn da? Tomaten, Würstchen und knuspriger Speck. Mach das auf, ihr Tölpel! Mach das aus! Na wunderbar. Anschau auf meinen Tomaten. Hoch! Sehr süß mit dem Ei in der Hand, muss ich sagen. So, hier können wir, glaube ich, direkt erstmal speichern. Speichern und vorfahren. Ist doch schön. Anscheinend gab es diese Speicherpunkte früher auch nicht, dass ich... Wobei, ich bin ganz froh, dass es sie gibt. Ich nehme gerade mal mit Schwert, das wäre mir lieber. Und ihr wisst ja, wir müssen die ganzen Münzen sammeln, damit wir am Ende den Rang heldenhaft bekommen. Ich weiß noch nicht, ob uns das wirklich was... Ah doch, kriegen wir, am Ende... Hier... Sorry, ich wollte eigentlich sagen, kriegen wir am Ende ja mehr Boni. Aber war gerade so gebannt von dieser Brückenbautechnik, die einfach umwerfend ist. Und ich frage mich halt, warum ruckelt das? Habe ich zufälligerweise die hohe Auflösung drin? Wäre aber eigentlich mehr. Ja, das war natürlich falsch. Schitte. Das war natürlich jetzt intelligent. So viel dann zu den Münzen, die wir brauchen. Also Pippin will... Ja. Ich habe gerade keine Ahnung, wie wir hier weiterkommen, aber ist ja nicht so schlimm. Ah doch, ja, Mann, warum übersehe ich die Teile denn immer? Sam. Mal gucken, was er uns jetzt zum Wachsen bringt. Er wächst uns ein Stein in die Höhe. Bitte was? Und damit können wir jetzt was machen? Achso, können wir wieder schießen. Nein, schießen ging nicht so. Schießen ging... So auch nicht. Scheiße, ist der Stein unten? Ah, hier oben ist ein neuer. Also... So nicht. So ging werfen. Dahin. Und ich wechsle mal gerade wieder zu jemandem anders. Und dahin werfen. Und ich glaube, jetzt können wir weiter, oder? Ja. Und diese wunderschöne Blume kaputt machen. Und haben irgendwas gefunden. Ich weiß nicht was. Eins von dreien auf jeden Fall. Hier brauche ich wieder das Sam. Um hier wieder was zu pflanzen. Ich denke mal, irgendeine Treppe, die uns nach oben bringt.
Yay, ich hatte recht. Ja, das war die falsche Taste. Genau. Das ist doch cool mit dem Hüpfen. So, mit mal höher hüpfen und so. Ach, wir dürfen uns wieder was zusammenbasteln. Das wollte ich nicht. Das war übereifriges Taste 2 drücken. Aber wir müssen hier unten das Feuer noch anmachen. Ich hoffe, wir haben übrigens eben nicht zu viele Münzen verloren wegen dem Sterben. Aber ja, wir werden es überleben. Ja, ja. Und da war anscheinend eine explosive Pflanze drin. So, aber man kann erst wechseln, wenn er drüben ist. Ich dachte, ich schicke ihn auch schon mal auf den Weg und wechsle schon, aber auch schon mal. Das ging wohl nicht. Aber wir können hier mit Frodo weiterlaufen. Hier unten noch irgendwas gewesen? Au! Das war nicht meine Absicht. Hier. Bricht das runter, das ist schon mal schön. Ah, ich hätte hochklettern müssen, dann hätte ich noch was bekommen können. Aber wir können wieder eine Brücke zusammenbasteln, aber ich drücke dann hinter links rein. Da brauche ich wahrscheinlich irgendeinen Charakter, den ich jetzt noch nicht habe. Oder Aragorn nachher. Weil das kann ich nicht greifen. Ich sagen alle nur, hä? Und hier sind wir jetzt auf der anderen Seite und gehen weiter unseren Weg nach oben. Ich wusste gar nicht, der Weg auf die Wetterspitze so problematisch und gefährlich und kompliziert war. Das hatte ich irgendwie anders in Erinnerung. Was machen wir hier schon wieder? Achso, wir bauen wieder uns wieder was zusammen. Nämlich ein Feuerchen für den lieben Sam. Damit der uns wieder hier eine Pflanze entzündet, die wieder etwas zum Explodieren bringt und dann passiert was. Ach nee. Die Pflanze verschwindet nur und wir können hier ohne Probleme hochklettern. Und wir hören auch schon die schwarzen Reiter hinter uns. Die uns natürlich alle nach dem Leben trachten. Und ich falle schon wieder die ganze Zeit fast runter. Wir bekommen jetzt was? Ja. Eine Wandschlingf... Ups. Eine Wandschlingenpflanze, die uns eine Brücke baut. Da haben wir den zweiten Raben anscheinend gefunden. Oder die zweite Blume, die wir kaputt machen sollen. Ich weiß es nicht. Ich denke mal, dass da vorne dürfte Nummer 3 sein. Ja, und dadurch haben wir einen Schatz bekommen. Und auch hier gibt es wieder 10 Schätze. Ich weiß gerade nicht, sollen wir da lang oder... Ah, ich glaube, wir sollen geradeaus. Und hier links kommen... Rechts kommen wir auch nur lang, wenn wir das zerstören können. Das kann wohl von unseren lieben kleinen Kerlchen keiner. Weil da ist noch ein Schatz. Da rechts ist auch so ein leuchtendes Dingsbums, was man nur mit dem Schwert des Königs zerstören kann. Also denke ich, man muss das später noch machen. Perfekt, so eine Stelle, wo man von allen Seiten angegriffen werden kann. Findet ihr nicht auch? Das Schwert schleifen. Da, du hältst das Pferd, zurück, Schwert. Ihr Teufel! Genau. Ach, und ich muss jetzt mit Frodo hier rumlaufen und irgendwas machen. Mit Sam muss ich die Feuer entzünden. Das ist aber schön. Ich muss wahrscheinlich... Oh, was ist das denn? Kann ich damit was machen? Nee, kann ich nicht. Ich muss wahrscheinlich mit Frodo vor den Geistern ausweichen. Und mit Sam währenddessen Feuer entzünden. Ah nee, da muss ich mit... Frodo hin. Das ist gut zu wissen. Wow. Hier muss ich mit Frodo irgendwas machen.
Achso, ich muss erstmal das Feuer aufbauen natürlich. Und Sam entzündet das dann. Das ist aber schön. Aber mir scheint so, als hätten wir auch nicht alle Reiter gegen uns, sondern nur ein paar. Und ich laufe mal gerade weg. So. Und Sam muss jetzt einmal hier. Das geht auch, okay. Das ist gut zu wissen. So, dich verjagen wir auch mal kurz. Und jetzt machen wir Feuerchen. Komm schon. Das mögen die anscheinend nämlich nicht so gern. Hier können wir auch noch irgendwas machen, nämlich eine Pflanze pflanzen, die man dann... Ah, mit der man wieder eine Feuerholzstelle machen kann. Das ist aber schön. Was das hier ist, habe ich immer noch nicht verstanden. Man kann damit zumindest nichts machen. Ich hoffe mal, Frodo ist in Sicherheit. Der hockt da irgendwo in der Ecke anscheinend. Kann ich das mit dem auch machen? Ja, kann ich auch. Und jetzt wieder ein Feuerchen machen. Hoffentlich bevor er ankommt und uns schlägt. Oder das Feuer kaputt macht. Wunderbar. Und dann suchen wir uns das nächste Feuer, was wir dann zünden können. Nämlich hier. Und da ist wieder so ein Teil an der Wand, wo man dran ziehen kann. Man, wahrscheinlich, wenn man größer ist irgendwie. Was wir dann noch nicht können. Oder mit, zumindest mit Sam nicht können. Oder mit den Hobbits nicht können. So. Aber schön, dass die Nazgul auch so alle so schön langsam sind. Ich frage mich gerade, ob man hier noch mehr Pflanzen kaputt machen kann, aber ich glaube nicht. Da vorne ist aber ein Wagen, mit dem man wahrscheinlich noch Feuer machen kann. Ah, und hier kann man auch nur vorher nochmal abspeichern, das wäre schön. Okay, so schwer wirkt es jetzt nicht. So, und machen wir noch ein Feuerchen. Es tut mir leid, dass rechts oben die ganze Zeit das blinkt mit dem zweiten Spieler. Es ist halt eigentlich ein Multiplayer-Game, deswegen. Ich wechsle mal gerade zu Frodo. Gut zu wissen. Dass der in Bedrulle war. Das habe ich bei mir nicht so ganz mitbekommen. Ich habe mich immer noch, was das hier ist. Ich glaube, das ist am Ende vielleicht noch wichtig, aber wir können damit auf jeden Fall nichts machen. Wir müssen noch ein Feuerchen anmachen. Wo ist denn das? Ich stelle mich einfach mal hier hinter das Feuer. Geh mal Sam weitersuchen, weil der sieht irgendwie doch mehr. Irgendwo hier. Was war jetzt? Ja, Mann. Doch mit dir irgendwas machen, oder was? Ich weiß nur, ich muss dir jetzt noch ein letztes Feuer anmachen. Ich habe keine Ahnung, wo ich das finde. Hier vielleicht? Das sieht gut aus, ja. Da ist das Feuerchen. Also dann müssen wir Sam natürlich jetzt wieder. Auf zusammen. Frodo müsste jetzt auch irgendwo hier in der Ecke sein. Drücke Einzelhalte, um zusammen zu wechseln. Ich bin bei Sam schon, falls euch das nicht aufgefallen ist. So, jetzt noch ein Feuerchen machen. Der rechts auch wieder so eine Stelle, die man wahrscheinlich nachher dann durchbrechen kann irgendwie. Nee, darf ich nicht mehr. Ah, geil. Ja, das finde ich eine saucoole Idee. Frodo! Was muss ich jetzt machen? Ah, okay. Anscheinend die Viecher zerstören. Aber brauche dafür natürlich irgendwas. Damit kann ich jetzt...
da oben drauf werfen und bekommen wahrscheinlich wieder neues Feuer oder so. Kann ich jetzt eigentlich mit Aragorn? Ne, kann ich. Kann der auch nicht, gut zu wissen. Wir sollten die Fackel direkt auswählen und Feuer machen. Kann ich damit machen? Oder? Nein. Mache ich meine Fackel an. Ja, ich kann nochmal da oben hinwerfen, aber ich wollte eigentlich. Ich wollte eigentlich erstmal Feuer haben. Ah. Nein! Ganze Münzkins. Ich muss eigentlich zu Sam jetzt gerade wechseln. Um hier Feuer zu machen. So, hat der jetzt auch eine Fackel bekommen eben? Ja, Fackel. So. Und dann. Auf sie! Und dann kommt da noch einer. Ist ja doof. Komm. Lauf. Junge, lauf. Wir wollen nicht von den Nazgul gegrillt, geschlagen, was auch immer werden. So. Wir holen uns auch Feuerchen. Und den nächsten. Hier hatten wir noch irgendwo ein Steinchen, ich weiß nicht. Da kann er auch nicht durch. Da hatten wir vorhin das. Hier haben wir noch ein Steinchen. Hier haben wir noch Münzen. Ist aber schön. Wollen wir natürlich alle mitnehmen. Ich finde nur leider gerade. Hier was machen? Nee. Ich finde gerade keine Stelle, wo. Ah, doch, da können wir werfen. Aha. Das wollte ich nicht. Das wollte ich. So, noch eine Fackel nehmen. Und. Anzünden und. Töte ihn! Sehr schick. Hilf ihm, Streicher! Sehr geil. Eine Morgul-Klinge verletzt worden. Dazu reicht meine Heilkunst nicht aus. Er braucht elbische Arznei. Habt ihr das gehört? Wir werden Elben sehen. So geil mit dem Trager und der Mundschutz und so. Oh, herrlich. Ja, Level geschafft. Und auch dieses Level können wir natürlich jetzt im freien Spiel spielen. Und wir haben einen neuen Charakter zum Kauf zur Verfügung. Das eine sieht sehr aus wie Saurons Mund oder Sauron selbst. Oh, keine Ahnung. Wir haben nicht die 100% geschafft. Das ist, ja. Aber wir haben ein bisschen Knete zusammengesammelt. Und, ich habe irgendwo einen Schatz gefunden. Was ist das denn? Wir haben Mithril gefunden und ein Level abgeschlossen. Wunderbar. War es doch Mithril, was man bekommt, wenn man besondere Boni schafft. Auch wieder Waffenkisten, nichts gefunden, aber ja. Geschichte fortsetzen. Wieder mit einem schönen Ladebalken. Frodo. Ja, so heiße ich. Avi. Wer ist sie? Er schwindet. Sie ist eine Elbenfrau. Seit zwei Tagen suche ich nach euch. Wohin bringt ihr ihn? Wir müssen ihn zu meinem Vater bringen. Frodo Fir, Ayatra Donni hier, Turgwait Nin, Biriatahor. Ich habe keine Furcht vor ihm. Wie ist Lin? Genau. Aber, wie wir Frodo nach Bruchtal bringen mit Arwen zusammen, das sehen wir in der nächsten Folge von Lego Herr der Ringe. Ich freue mich drauf, ich hoffe ihr auch. Also bis dahin, macht's gut.